Schade eigentlich, dass es damals so ein Missverständnis war. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Wir hatten doch eigentlich eine schöne Zeit, oder? Ich hab dich nicht vergessen. Das geht auch kaum. Wir sehen uns ja ständig im Tourismusverein und da bist du nicht wirklich nett zu mir. Ich trenne halt gerne Geschäftliches von Privatem. Das ist alles anders. Wie soll man das so schnell kapieren? Wenn es brennt, müsst ihr das auch drauf haben. Und zwar schleunigst. Also weiter geht's. Ah, das ist doch. Jetzt, zack, zack, und du filmst es. Ulrich. Kathi, wie laufen die Geschäfte? Kommst du als Patient oder als Immobilienhai? Na, hallo Monique. Als Investor oder Bauherr, wenn dir das lieber ist. Ach was, Bauherr. Ich will euch nur kurz informieren. Der Vertrag ist schon gemacht. Ich wollte mich mal mit euch zusammensetzen und über die Sanierung sprechen. Ich will ja nicht, dass wir Mietstreitigkeiten kriegen. Die kriegen wir in jedem Fall, wenn du das mit dem Aufzug machst. Wir zahlen nichts, was wir nicht auch nutzen. Ich fürchte, du bist mit der Materie nicht ganz vertraut. Es gibt einen Präzedenzfall, dass ein solcher Aufzug auf alle Mieter umgelegt werden kann. Wie stellst du dir das eigentlich vor mit der Miete? Da kommen wir schon zusammen. Ich will euch ja nicht verlieren als Mieterin. Weißt du, für uns wäre es schon wahnsinnig wichtig, dass wir eben nicht monatelang eine riesen Baustelle hier haben. Das ist doch sicher möglich, oder? Ich glaube, das bekommen wir hin. Ich habe schon mit dem Steinerle gesprochen. Das ist ein verlässlicher Bauunternehmer, der genau weiß, worauf es hier ankommt. Okay. Okay. Ich lasse euch mal wieder arbeiten, damit die Miete reinkommt. Gibt's doch nicht, Mensch, das kann doch nicht wahr sein. Ihr seid einfach zu blöd und du hörst jetzt auf zu filmen. Ich hab gesagt, du hörst auf. Ah, da bist du. Ich such dich schon überall. Morgen, Ulrich, was gibt's denn? Ich will gerade zum Bauamt. Und da sehe ich den Aushang, dass nächste Woche eine Sondersitzung im Gemeinderat stattfindet. Richtig. Und? Das Thema hast du auch gelesen? Natürlich. Das Vorkaufsrecht der Gemeinde für die Schäfergasse. Und warum erfahre ich nichts davon? Ganz einfach. Weil du als potenzieller Käufer eindeutig befangen bist. Und was ist mit Monique und dir? Befangener geht's ja wohl kaum. Das sieht die Gemeindesatzung wiederum so nicht vor. Typisch Fallers. Er lässt doch wirklich keinen miesen Trick aus. Du kannst dir sicher sein, die Gemeinde wird keine Entscheidung treffen, die für sie negativ sein könnte. Das hat doch garantiert meine Ex veranlasst.